So, hallo liebe YouTuber, hallo liebe Fans, ich bin heute hier auf dem Campingplatz, mache hier so eine kleine, paar kleine Übungen, ein bisschen was ausprobieren von meinem Zeug und so. Ich werde nicht alles filmen, ein paar Sachen werde ich euch zeigen. Als erstes Video gibt es jetzt erstmal, mache ich heute, hier, was heißt das jetzt noch, jetzt komme ich nicht drauf, hier die, ich zeige es euch kurz, diese Heater-Bags. Die sind aus dem amerikanischen MAE. Ich konnte davon welche erstehen bei eBay. Und ich habe da selber mal versucht, mir ein Essen zu machen. Das ist hier so eine Art Currywurst-Topf. Das ist jetzt nur probeweise. Also da geht noch ein bisschen mehr. Das ist im Moment ist es nur eine kleine Portion. Die geht noch größer. Ich bin gerade am Basteln, aber das ist jetzt schon mal zum Testen. Reicht das schon mal. Das zeige ich euch jetzt gleich erstmal. So, da bin ich wieder. Jetzt machen wir das erstmal auf hier. Aufreißen. So, und dann muss ich da Wasser einfüllen. Ich habe mir das hier schon passend parat gemacht. Und ich sehe gerade, den Beutel werde ich nicht verwenden können. Den muss ich erst neu schweißen. Na toll, der hat nämlich ein Loch, das ist nicht gut, aber Gott sei Dank, ich habe extra einen zweiten mitgenommen, vorsichtshalber, dann probieren wir doch einfach den aus. So, wie viel Wasser muss da jetzt rein? Ach, gleich getroffen. Dann stellen wir das mal wieder weg. Dann packen wir mal eine Packung da rein. Muss ich leider ein bisschen falten, weil meine Vakuumbeutel sind leider nicht ganz passgenau. Ich hab noch keine im Internet gefunden, die genau passen. Aber das dürfte kein Problem sein. Hier ist so viel Platz drin. Alter, passt doch gut rein. So, noch ein bisschen durchfeuchten. So, dann knicken wir das mal kurz ab. Packen das mal hier unten hin. Wir mal testen, das ist jetzt fertig. Wollen wir es mal ausprobieren. Also es ist heiß geworden. So, bis Westerlinde, von dort zurück über Bad Deckenstedt und weiter über die B6 bis Derneburg-Salzgitter. Die Umleitung in der Gegenrichtung in Richtung Kassel führt über die U4. Ich hatte das jetzt so vorgesehen. Wenn man auf der Flucht ist, flammloses Kochen. Es macht keinen Krach. Ich habe diese, wenn das jetzt funktioniert. Interviews für einen wirklich grandiosen Spieltag. Borussia Dortmund besiegt Wolfsburg 2:0 und ist damit wieder Tabellenführer, denn die Bayern, sie spielen nur 1:1 beim SC Freiburg. So, dann wollen wir mal gucken. Mainz 3:1, also, guten Appetit. 6 für die Bremer. Düsseldorf besiegt Gladbach 3:1 und Nürnberg. Das ist warm. Nicht heiß, aber warm. Und man kann es öffnen. FC Augsburg, gleich hier bei uns die Interviews aus dem Stadion. Ich esse auch jetzt schon alle Ruhe auf. So, das war jetzt das Kochen in dem Ding. Das war jetzt so ein kurzes Video. Schmeckt gut. Ich meine, ich habe es ja auch selber gekocht, dann kann es ja nur gut schmecken. Aber es ist auch heiß geworden. Nicht richtig heiß, weil ich muss mir nur auch was einfallen lassen, dass das
so eine Art Styropor-Ding, irgendwas, gucken, einen Alubeutel oder irgendwie sowas, wo ich das reinpacken kann, dass die Wärme ein bisschen besser reflektiert wird. Aber ansonsten funktioniert es. Und für einen Fluchtrucksack ist das genau die richtige Lösung. Es ist nicht schwer. Es macht keinen Krach. Es macht kein Licht. Aber man kann es nur begrenzt mitnehmen, weil wenn man es selber macht, die Haltbarkeit ist begrenzt. Also ich habe die Dinger mal eingefroren und wenn ich jetzt wirklich mal flüchten muss, brauche ich nur in die oberste Schublade reingreifen, hole mir 5 Stück da raus. Ich habe schon welche fertig gemacht mit Spaghetti Bolognese. Geht sehr gut. Also eigentlich Nudeln im Allgemeinen, die dürfen nur nicht so scharfkantig sein. Also Spaghetti Bolognese geht gut. Dann habe ich Bratkartoffeln mit Speck. Geht auch sehr gut. Ravioli in Tomatensauce geht auch sehr gut. Reis mit Hühnerfrikassee. Gulasch mit Nudeln. Also ich sag ja, ich habe jetzt so 7-8 verschiedene Sachen eingefroren. Das war jetzt dieser Currywursttopf, davon hatte ich nur eine kleine Menge, deswegen habe ich das hier zum Testen genommen. Also Eintöpfe im Allgemeinen gehen ganz gut. Das Problem ist bei Eintöpfen, wenn die zu flüssig sind und will die Vakuum einschweißen, dann läuft dann die ganze Suppe in das Vakuumiergerät rein. Also nehme ich lieber sowas, wo nicht so viel, wo die Soße von den Nudeln oder sowas aufgesaugt wird. Ja, das wäre es eigentlich dazu. Ich wünsche euch alles Gute. Vergesst nicht zu abonnieren. Dann seht ihr beim nächsten Mal auch meine Videos. Drückt die Glocke und Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.